Hallo, wir sind Tobi und Oskar vom Projekt Alpaca Run. Wir haben ein Spiel programmiert. Wir waren uns einig, dass es ein Spiel sein sollte. Und wir waren uns auch einig, dass es eine Pixelgrafik sein sollte. Und dann haben wir einfach das Alpaca hier von Jugendhack genommen und das habe ich verpixelt. Und der Tobi hat daraus ein Spiel quasi gemacht. Und ich habe ihm über die Schulter geguckt. Ja, also wir würden das gleich auch mal kurz zeigen, wie es in etwa aussieht. Vielleicht kennt einer von euch das Interface auch. Das ist die Unity Engine, mit der wir es entwickelt haben. Also die Unity Engine ist eine Game Engine. Das heißt, sie nimmt uns schon ein paar eher lästige Aufgaben ab, wie zum Beispiel ein System zum Rendern der Grafiken, so dass wir uns wirklich komplett auf unser Spiel konzentrieren konnten. Und wir haben dann auch gestern gleich angefangen, wenn man es einmal sehen könnte. Genau, es muss jetzt kurz laden, weil eben Unity noch ein paar Dateien laden muss. Und jetzt sieht man es schon, wir haben das Alpaca, wie schon gesagt, genommen und haben es in einen Jump'n'Run gepackt. Dabei haben wir eben einzelne Blöcke genommen, um die Level prozedural zu generieren, sodass man in der Theorie unendlich weit laufen kann. Es ist zwar so, dass sich das Ganze irgendwann wieder wiederholen wird, da wir einzelne Chunks genommen haben, die wir einfach aneinander setzen. Bei unserem Testen ist es allerdings nicht wirklich aufgefallen und wir waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Außerdem haben wir uns dann gedacht, naja, also es macht die Welt zwar vielleicht etwas besser, wenn man Spaß hat, einfach sich die Zeit vertreiben kann, aber es wäre ja trotzdem gut, wenn man noch irgendwie anderen Mehrwert daraus ziehen könnte. Drum haben wir uns dann dazu entschieden, dass man, selbst wenn man gerade eher beim Verlieren ist und zum Beispiel in eine der Lücken fällt oder nicht wirklich weiterkommt, nochmal die Chance hat, mit seinem Wissen, mit Allgemeinbildung bei einer kurzen Frage nochmal weiterzukommen. Und ja, ich würde sagen, wir hören vielleicht mal auf, drüber zu reden und wir präsentieren das kurz. Ich höre gerade, wir brauchen Ton. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie, ob der da ist oder ob das an uns liegt. Ah, jetzt sind auch die tollen Soundeffekte da, die wir noch eingebaut haben. Genau. Man kann eben durch diese Level hüpfen. Das Spiel wird auch über die Zeit immer ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es einfach schneller wird. Und wenn man dann eben es nicht schafft, hat man 5 Sekunden Zeit, eine Allgemeinwissensfrage zu beantworten. Das sind immer Falschfragen. Und in dem Fall war die Antwort falsch, deswegen wird von vorne angefangen. Und genau, beziehungsweise ich glaube, Oskar war einfach zu langsam. Genau. Wir können es ja vielleicht gleich nochmal sehen, dass man auch sieht, wie man dann eben respawned wird am Anfang bei diesen Flaggen. Ja, wir hatten sehr viel Zeit, das Ganze zu üben. War, ja. Genau. Das mag vielleicht etwas zufällig erscheinen. Wir haben aber versucht, allgemein einfach ein paar Sachen rauszusuchen, die vielleicht nicht allzu bekannt sind. Und ja, was könnte man in der Zukunft vielleicht noch machen? Also erstmal, wir würden vielleicht ein bisschen, also bisher ist es einfach wirklich nur dieses Spiel. Man könnte vielleicht Menüs hinzufügen, sodass man das Ganze auch wirklich nutzen kann. Auch die Auswahl an Fragen ist im Moment mit 22 noch ziemlich gering. Also man bekommt sehr, sehr oft wieder dieselben Fragen. Und ja, genau, aber ich glaube, in Summe sind wir beide sehr zufrieden damit, dafür, dass das, keine Ahnung, 16 Stunden waren, die wir dafür gebraucht haben, finden wir schon, dass das ein gutes Ergebnis ist. Und bevor ich es vergesse, ich möchte mich auch einmal, oder wir beide möchten uns einmal bei Basti bedanken, der uns auf unserer Reise begleitet hat und uns immer wieder gute Tipps gegeben hat. Es war sehr cool, dass du uns geholfen hast. Vielen Dank euch beiden. Kommt zu mir. Dann habe ich noch 1, 2 Fragen zu eurem Projekt. Habe ich das richtig verstanden? Einer von euch beide konnte schon programmieren und der andere nicht. Wie hat das funktioniert im Zusammenspiel? Also Tobi hat mir ganz viel gezeigt und ich habe ihm über die Schulter geguckt. Ja. Aber hast du auch was mitnehmen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne jetzt die Grundlagen von einer Programmiersprache.
Also im Prinzip so ein bisschen Learning by Doing. Genau, also heute hat Oskar dann auch selbst schon zum Beispiel, dass es schneller wird, hat Oskar heute zum Beispiel komplett alleine gemacht. Und wenn man bedenkt, dass er gestern noch nie wirklich programmiert hat, finde ich das schon sehr beeindruckend. Das ist schon wieder vorbildlich, Jugendhack. Danke euch beiden.